Und ich habe es damals bei Jupp Heynckes auch sehr, sehr gut mitbekommen. Der hat auch mal gesagt, Levi, hör mal zu, jetzt Spiel gegen Eintracht Frankfurt, jetzt bleibst du mal auf der Bank und ruhst dich aus, jetzt lassen wir mal den blinden Wagner spielen. Und wenn du diese Autorität als Trainer hast und diese Persönlichkeit, dann setzt dich auch ein Lewandowski ohne Murren mal auf die Bank. Ich habe nicht nur 11 Spieler oder 13, sondern auch den 14. Spieler, den ich dann heute eingewechselt habe, das war Sandro Wagner. Der Junge, der hat sich überragend bei uns eingefügt seit der Winterpause. Und ja, ich wollte ihm natürlich auch einige Minuten geben. Und ja, nachher hat Levi das auch eingesehen. Nur, ich weiß ja, wir Torjäger sind ja alle ein bisschen egoistisch und denken dann an die Torquote. Und das kann ich dann jetzt, im Nachhinein kann ich das nachvollziehen. Aber im Moment der Auswechslung, ja, da war ich nicht ganz so lustig. Oder habe ich nicht ganz so lustig reagiert. Der Boss bin ich und sonst keiner.